Yo, hi und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Goat Simulator mit der Spielpirate. Ich hoffe, ich bin heute nicht krank genug, um nicht spielen zu können. Denn ja, so die letzten Tage und so weiter und so fort. Naja, die Erkältung und so weiter, ne? Ja, als ich mal raufgegangen bin zum Thema Play, ist mir Folgendes aufgefallen. Ich bin wieder so vollkommen herkömmlich hier irgendwas. Und die Map hat sich so nicht gespeichert, das wusste ich alles nicht. Und somit ist der ganze Stand eben halt auch weg. Was mich ein bisschen anpisst, wenn man so ehrlich sagen möchte. Und, aber das sind so Gewohnheiten oder Gegebenheiten, mit denen man sich irgendwie nochmal arrangieren muss. Wobei man sieht hier so ein paar Sachen, die schon mal irgendwann erreicht wurden, scheint. Das heißt, ich würde sagen, wir starten die ganze Geschichte einfach nochmal. Ich hoffe auch, dass so ein bisschen der Sound mit der Webcam jetzt ein bisschen besser übereinstimmt. Ey, Alter, ich wollte zum Hauptmenü. Und ich wollte nochmal so ein paar Sachen hier ausprobieren. Es gibt Modifikationsmöglichkeiten. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie sich das ganze Ding hier verhält mit verschiedensten anderen Sachen. Wenn man hier auf Custom Game geht, kann man hier sowas wie, ja, man fällt halt sachte oder halt ein Jetpack oder what auch ever. Und mich hat jetzt zum Beispiel hier der Super Jump. So sitzt how they get up und so weiter und so fort. Double Jump. Hier ist irgendwas. Ich habe eine Sache gesehen, die ich auch nie ausprobiert. Und da wollte ich mal sehen, was es ist hier. Irgendwie Goat Queen vielleicht? Nee. Es gab sowas wie eine Bombe. Da kann ich irgendein Stuff essen und da kann ich Bomben legen oder so. Die Frage ist halt nur, kann ich das wirklich? Oder warum sehe ich das hier nicht mehr? Ey! Es war vorhin ja noch gewesen. Ich bin irgendwie bescheuert. Ach, da haben wir es doch. Eat stuff by licking, then press R to make a bomb. Packen wir den doch einfach mal rein. Und testen einfach mal, ob das hier irgendwie funktioniert oder nicht. Ich habe keinen Plan. Aber sieht auf jeden Fall mal vielversprechend aus, ein bisschen Spaß zu haben. Die Frage ist, was kann ich essen? Kann ich irgendwie was essen? Licking war wie nochmal gewesen. Wie konnte ich essen? Nee, nicht so. Ah. Oh ja, okay. Was kann ich essen? Ich muss mal gerade überlegen, was ich essen kann. Meine Anlecken kann ich anscheinend jeden hier. Ich glaube zumindest, dass das eben halt das auch gemeint war. Die Frage ist nur, was für ein Stuff kann ich essen? Also Kisten? Ist sowas damit gemeint? Zweimal Lick Wooden Box. Okay, ich habe was gegessen. Und wie kann ich jetzt eine... Wie kann ich jetzt... ich suche gerade eben halt. Ach, nicht so. So, ich leck den mal ab. Explodiere auch gleich? Aua, guckt mal, Leute. Ich lecke jetzt hier eine Person an. Ja. Dann drücke ich R. Oh, hau ab. Alte Scheiße. Ich habe die Person zu einer Melone verwandelt. Komm mit. Werden wir es nochmal so machen. Wir schnappen... Nein, ich drücke mal die falsche Taste. Wir schnappen uns die hier. Ah, dann später auf die Straße, zum Beispiel hier. So. Und dann dürfte es explodieren. Wir müssen halt gucken, wie schnell die explodiert. Alter Falter. Dann... Schnappe ich mir mal das hier. LKW kommt. Und ab. Und. Er hat sie mitgenommen, es ist nichts passiert. Scheiße, Mann. Dann versuchen wir es gerade noch mit der Mülltonne hier. Och, scheiße. Nimmt er sie mit? Er nimmt sie mit? Nein! Nicht so richtig, Kacke. Was kann ich noch so alles anlecken? Kann ich das hier anlecken? Ja. Dann hoffen wir nochmal gleich rechtzeitig hier eine Bombe zu legen. So. Scheiße, der ist zu schnell. Fuck. Wie soll ich das machen? Und ich sehe das ja nicht immer rechtzeitig hier. Lecken wir mal die Laterne ab. Und dann machen wir aus Verdacht hier eine Bombe. Und? Ach, kacke doch. So viel kann ich gar nicht vorproduzieren hier. Es geht gar nicht. So. Legen wir hier nochmal eine hin.
Scheiße, die war nicht rechtzeitig. Fuck, dann würde ich doch mal sagen, machen wir aus denen hier mal ganz gepflegt eine Bombe. Einen nehme ich. Und packe hier eine Bombe hin. Mal gucken, was dann passiert. Wir sind gespannt. Setzen wir uns auf die Bank und gucken. Alter, voll abgefackelt. Wie geil ist das denn? Na, Freundchen? Ich hab gehört, du magst Melone. Guck mal hinter dich. Nicht wegrennen. Was rennt ihr? Und Heavy Aid. Alter, hat mich das weggefetzt. Alte Scheiße. Okay. Also mit den Bomben habe ich jetzt verstanden. Kann ich denn so ein Auto eigentlich auch hier anlecken? Oh ne, er hat mich erwischt. Sehr schade. Ne, Autos kann ich anscheinend nicht anlecken. Ich würde gerne noch mal so ein paar andere Sachen versuchen. Mir hat jemand gesagt, ich soll mal da oben in diesen Turm reingehen. Autsch. Da, ach Gott, jetzt sei doch mal nicht so ungestüm hier. Da soll ich noch irgendwas Interessantes finden können. Interessantes finden können. Und das mache ich. Ach Leute, scheiße. Scheiße, ich habe schon wieder was vergessen. Nochmal jetzt nicht irritieren lassen hier. Zähne bearbeiten und so weiter und so fort. Ich habe nämlich noch hier so ein Problem gehabt. Ich musste gleich mal die Webcam verschieben. Ja, ich glaube, es dürfte jetzt besser sein. Oder? Ja, jetzt könnt ihr nämlich den Score nämlich auch sehen. Das war nämlich vorher nicht der Fall gewesen. Wow. What the hell? Moins, Leute. Gibt einen Apfel? Ja, ihr seid meine Diener, oder was? Darf man da jetzt reinspringen? What the fuck? Was passiert? Was ist hier los? Goats of the Goat? Wieso? Alter, jetzt... Ach, wie geil. Vier Hörner. Ich hab so eine Maske auf, wa? Guck uns das mal genauer an. Alte Scheiße. Macht der auch andere Geräusche? Nee, ne? Oh, nicht laggen hier. Nee, Geräusche sind wohl alle gleich. Schade. Mache ich damit mehr Schaden oder sowas in der Richtung? Wäre mal richtig geil, wenn das gehen würde. Nee. Ich glaube nicht irgendwie. Es läuft alles so, wie es ist. Ah, ein LKW! Ach cool, guck mal. Hä? Habe ich jetzt gerade irgendeinen Bug genutzt oder so? Oder warum, habt ihr doch auch gerade gesehen, oder? Ich habe den LKW angeleckt, glaube ich. Ich versuche das nochmal. Ich leck den LKW an. So. Und jetzt habe ich eine Melone gedrückt. Wie geil ist das denn? Ich habe mich selbst repliziert? Ich habe mich selbst repliziert. Und aus mir kann ich wieder eine weitere Bombe... What the heck? Was mache ich denn hier? Ist aber jetzt schon klar, da... Leute, ich weiß nicht genau warum. Aber aus irgendeinem Grund regnet jetzt Replikate von mir. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Kommt da jetzt noch mehr von? Ja, Mann. Alter, es regnet meine eigenen Goats. Ich... Ist aber jetzt nicht Sinn und... Okay, habe ich jetzt einen interessanten Bug gefunden oder so? Kann meine eigenen. Es ist jetzt nur, wenn ich sie so mal in die Luft gejagt habe, kommt nur ein weiter runter. Kommt noch einer? Oder muss ich den erst wieder rausgeschiffen haben? In der Tat. Scheiße, Mann.
Ja, Alter, ich weiß ja nicht, was ich da oben jetzt gemacht habe. Tut mir leid, Leute. Meine Kinder spielen so gesund. Ich habe mich jetzt gerade irgendwie anscheinend selbst repliziert und, Alter, jetzt habe ich lauter Goats von mir hier verteilt. Der Wahnsinn. Darf ich nochmal sagen? Bäm! Ach so. Schade. Michael Bay. Yeah, Mann. Wir stehen für mehr Explosionen. Wie geil. Ach, guck mal, was ich gefunden habe. Was habe ich jetzt? Jetzt bin ich wieder mal ein Meister in irgendwelchen Punkten oder so in der Richtung. Alter, das Spiel ist schon faszinierend. Das Bug-Using oder sowas. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob es beabsichtigt war. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Yeah, Mann, wir nehmen hier alles auseinander. Die Tankstelle ist eben im Arsch. Lass mich hier raus. Ich will hier raus. Nicht raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Wuppi, wuppi, wuppi. Juhu. Schade. So, geile Sache. Also wir konnten uns selbst hier irgendwie multiplizieren. Kann man da irgendwo hoch? Nee, war. Das wäre mal eine geile Sache, wenn wir hier irgendwie hochkommen könnten. Wir können alles zerstören. Nein, wo bin ich denn jetzt hier? Wo war deine Leiter? Nee, ne? Schade, hier ist nur ein Aufzug. Oder was ist das für ein Gerüst hier? Ja, komm, lass mich durch, Freundchen. Ey, out! Ich will nicht... Nein! Raus hier! Los jetzt! Verpiss dich, Mann. Geht es euch manchmal auch so, dass man hier einfach überhaupt nicht weiß, was man hier sieht? Alter, ein Kran. Wie geil ist das denn? Da kann man bestimmt nicht hoch, oder? Doch, als soll, Leute, wenn ihr mal gerade im Hintergrund geräusch ist. Mein Netzwerkdrucker startet gerade irgendwie neu. Ich habe keinen Plan warum, aber er macht's einfach. Ich hab gewundert, was für ein Geräusch ist irgendwie. Alter, will er den erschießen oder was ist da los? Wie mit dem Kopf immer so behindert aussieht, wa? Ey, die Windgeräusche, wie geil. Was machen wir denn hier? Kann man hier noch weiter hoch? Wow. Jetzt nicht runterfallen. Wuhu! Ach, da ist der Paragleiter. Yeah, Mann. Wir sind auf dem Kran. Wie geil. Kann man da noch irgendwie weiter hören? Nee. Alter, sitzt da vorne jemand? Also, wenn ihr jetzt die gleichen kranken Gedanken habt wie ich, dann tut mir leid. Nicht ihr, sondern der Typ. Oh. Ups. Oh, guck mal, wie betroffen ich gerade gucke. Was habe ich denn gemacht? War ich jetzt fies oder was? Da kommen wir da drauf. Da unten war ein Container, oder? Haben wir irgendwie rausgebackt? Nee, ne? Schade. Ich wäre gerne irgendwie mal hingesprungen. Vielleicht kommen wir doch irgendwie hin, warte mal. Wenn wir jetzt mal hier hinten hinlaufen, vielleicht können wir hier rüber gesprungen kommen. Was schaffen wir nicht, oder? Ich versuch's mal. Mit Anlauf? Aber wie war das? Und... Oh, oh, oh. Autsch. Wo sind wir denn jetzt hier? Unter der Erde oder was? Ach, scheiße. Scheiße, ich dachte, wir könnten irgendwie da raufspringen oder so. Ach, wenn da oben zwei Leute stehen... Ey, ey. Was soll ich sagen? Wir buggen hier gerade fest. Komme ich hier raus? Ich komme hier nicht raus. Buggy, buggy, buggy. Ich habe keine Ahnung. Geh mal hier vielleicht so ein bisschen runter. Kann man da irgendwas sehen? Ob man hier lang gehen kann oder so? Aus irgendeinem Grund kommen wir hier nicht mehr wirklich raus. Ich meine, wir sind reingekommen, aber müssen wir noch rauskommen, oder? Kommen wir hier vielleicht raus? Yeah! Alter, wir haben es geschafft. Ist schon mal gut. Ey, dann müssen wir doch aber oben irgendwo hinkommen. So, wie kommen wir hin? Ja, so ein bisschen buggy ist es teilweise schon noch. Aber das ist ja halt alles halb so wild, denke ich mal. Kommen wir hier irgendwo rauf? Nee, schade. Ah, so eine Matratze, kann man darauf springen?
Alter. Ist ja wie ein Trampolin. Wie geil. Wie Hammer. Ist ja cool. Also Matratzen sind anscheinend auch wie Trampoline. Die kann man eben halt benutzen, um rumzuspringen. Aber wir müssten trotzdem irgendwas nach oben finden. Und irgendwie sieht das nicht danach aus, dass man hier nach oben kommt. Großartig, oder? Oder gibt es hier noch irgendwas? Ach, guck mal, hier ist eine Leiter. Alter, immer noch, dass wir hier hochklettern können, ist der Wahnsinn überhaupt. Super. Laufen wir mal hier hoch. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir die? Oder nehmen wir die andere? War das auch noch eine? Yeah. Ah, ich merke schon wieder. Ich bin gerade so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Aber steht da kein? Ich habe ein Jetpack. Wie geil. Wie geil. Du musst einfach nur reinlaufen, hat das aktiviert. Und R muss ich drücken. Wie viel von den Dingern regnet es denn jetzt eigentlich noch hier? Guck mal, wie die Zunge da raushängt. Was habe ich denn gemacht? Dass jetzt da immer einer rauskommt. Da reden noch mehr Leute. Liegt das jetzt an dem Jetpack? Oder an was liegt das? Alte Scheiße! Wow, wow, wow! Wow! Wie soll ich denn fliegen, Mann? Ich habe keine Ahnung. Was habe ich denn von dem Jetpack, wenn ich nicht fliegen kann? Hä? Nein! Alter, warum bin ich denn jetzt geflogen? Kann mir das mal einer verraten? So, ich renne. Und springe und fliege! Wie geil! Okay, und jetzt fliegen mir wieder irgendwelche Dinger um die Ohren oder was? Ich weiß gar nicht, warum die ganze Zeit irgendwelche Tote. Freundchen. Das ist sehr gefährlich, was du da machst. Schade, ich kann nicht hochkommen. Ich will jetzt dann, ich will den ganzen Weg nach oben latschen, um den runterzukicken. Kann man das hier irgendwie in die Luft jagen? Natürlich kann man das. Blöde Frage. Ja, schon irgendwie faszinierend. Ich hab, vielleicht kennt ihr euch damit aus. Sagt mal Bescheid. Was summt denn hier so? Okay. Ich habe gesehen, dass es irgendwie sowas wie eine Custom Map geben soll oder Custom Maps geben soll oder so. Wenn ihr da mal irgendwelche Ahnung haben solltet oder so, sagt mir mal gerne Bescheid, weil interessiert mich, dass man hier in Zukunft auch noch ein paar mehr Sachen spielen kann irgendwie. Wird sich wahrscheinlich auch extrem erweitern oder sowas. Aber wäre auf jeden Fall mal eine coole Idee. Kann ich denn jetzt eigentlich sehen, was ich schon an Aufgaben, Missionen schon erledigt habe irgendwie. Da war ja noch ein Schwimmbad gewesen, oder? Ich denke, das sollten wir auch nochmal aufnutzen. Oder warte mal, wir sind doch letztes Mal auch... Muss ich einfach nochmal tun. Wir sind da letztes Mal auch in irgendein Haus, da war noch... Oder an einem Haus war noch so eine... Irgendwie die Leichen hier von mir rumliegen, ist ja krass. Da war noch so eine Gasdruckbehälter gewesen. Die haben wir in die Luft gejagt. Und dann sind wir in die Luft geflogen. Mit dem Jetpack... Schade. Alter, wie hier die Axt drin hängt, war das ja krass. Okay. Guck mal, da oben können wir vielleicht hochjumpen. Was ist das denn? Start Time Trial? Do you wish to start a Time Trial Run? Score as many points as possible in 60 Sekunden. Können wir gerne mal versuchen. Aber letzte Minute hier nochmal. Wusste nicht, dass es sowas gibt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... Oh, 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 oh. Yeah, Mann! Wir müssen hier Schaden anrichten. Keine Ahnung. So, 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 so. War das jetzt Schaden? Nee. Schaden ist das hier, ne? Alter, mach kaputt! Ach, fuck.
Guck mal, da war noch was. Da war ein Tank. Yeah, Mann. Ich denke, das war auch auf jeden Fall Schaden gewesen. Und... Oh, Mann. Also so gut sind wir jetzt gerade nicht drauf, glaube ich. Wir haben kaum Autos. So, haben wir den nächsten in die Luft gejagt. Und dann können wir hier nochmal reingehen. Und ich glaube, wenn man die Sachen, die kaputt macht, kriegen wir ja auch nochmal richtig Punkte. Und so richtig durch die Gegend wedeln hier. So, zack, 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 zack. Das kann nicht alles gewesen sein. Leute, das kann nicht alles gewesen sein. Wir brauchen mehr Punkte. Ich sehe da noch jemanden, der da rumläuft. Ich kriege auch noch. Zack. Dann machen wir den Zaun noch. Ja, verkackt haben wir. Your total score was 4776. Fischkopf. Fischkopf, du olle Banane, Alter. Du hast 20.535. Scheiße. Na, dann würde ich doch mal sagen, haben wir eine Aufgabe. Leute, wenn ihr euch das Spiel mal kaufen solltet, dann können wir auch so einen Zeit dran machen. Und dann, wenn wir dann auf Steam befreundet sind, der Spielpirat heiße ich ja, dann können wir gegeneinander battlen. Also dann haben wir hier auch mal immer so gucken, wer am meisten Schaden in der gleichen Sekunde, in der gleichen Zeit macht. Und wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch alles so auf die Reihe bringen können. Und wie hier so die ganzen Tricks aussehen. Yeah, siehst du jetzt mit Jetpack, oder? Das wäre eine geile Geschichte gewesen. Naja, egal. So, dann würde ich sagen... Ach, die Tankstelle hätte ich nehmen können. Ich hätte die Tankstelle nehmen können. Wie viele Punkte gibt es denn allein für die Tankstelle? Bam! Hätte ich mal einen richtig Haufen am Punkten. Naja, egal, gut. Hätte man vorher wissen sollen. Dann würde ich sagen, nehmen wir es in der nächsten Runde. Sicherlich nicht jeden Tag eine Folge, weil so viel gibt es ja dann auch wieder nicht hier. Was man großartig machen kann, aber so ein bisschen battlen würde ich schon. Also wenn ihr Bock habt, schaltet mal nächstes Mal dabei. Und wenn es euch gefallen hat, einen kleinen Daumen oder so. Danke euch vielmals, bis dahin. Liebe Grüße. Ich renne mal hinterher. Komm ich noch drauf? Nein! Nein, nicht wegfahren, euer der Spielpirat. Ciao!